Grüßt euch, liebe Zuschauer. Servus in der zweiten Adventwoche zum 11. Türchen unseres Adventskalenders auf YouTube, Twitter, Telegram, Odyssee und unserer Netzseite. Ja, heute geht es tatsächlich um nochmal einen Maler aus dem 20. Jahrhundert, aus dem 19. Jahrhundert, kann man sagen, Franz Xaver Winterhalter. Ja, man sieht ihn schon im Hintergrund mit seinem Bruder. Ein Selbstbildnis von 1840, da war er 35, der Franz Xaver, geboren am 20. April, machen wir das Rück mal größer, am 20. April 1805 in Metzenschwand im Schwarzwald als Xaver Winterhalder, noch mit D, Dora, und verstorben am 8. Juli 1873 in Frankfurt am Main. Deutscher Maler im 19. Jahrhundert, zählte er zu den gefragtesten und berühmtesten Porträtmalern, natürlich hauptsächlich vom Adel, aber auch von reichen Familien. Franz Xavers Winterhalters Vater Fidelis, 1773 bis 1863, schrieb sich Winterhalder mit Dora. Franz Xaver Winterhalter signierte seine Bilder bis 1825 ebenfalls mit Xaver Winterhalder. War Uhrenträger nach Siebenbürgen. Was ist ein Uhrenträger? Hier ist übrigens noch mal ganz kurz, machen wir mal groß, Franz Xaver Winterhalter in späteren Jahren. Und hier ist ein Uhrenträger. Ich habe das extra hier noch mit reingenommen. Ein Uhrenträger ist ein Bezeichnung für den historischen Beruf eines Händlers, der Schwarzwalduhren auf Rücken tragen oder Hutten in zum Teil weit entfernte Gebiete trug. Ja, das ist ein Uhrenträger. Dann war er aber auch Harzer. Das ist nicht das, was man heute darunter versteht, sondern Leute, die das Harz gewonnen haben aus Bäumen. Hier haben wir einen französischen Harzer. Ja. Und dann war er noch, das finde ich ganz interessant, Kübler. Und Kübler, der Vater ist Fass- und Kübelherstellung, ja. Und Geschworener war übrigens auch, Entschuldigung, jetzt war ich gerade irritiert, weil das Telefon gerade ging, aber ich möchte nicht neu anfangen. Nachdem Hieronymus Meyer, der Ehemann seiner zweiten Tochter Justina, im Jahr 1838 verstorben war, war er Wirt in dessen Gasthaus Adler. Fidelis Winterhalter war mit Eva Meyer verheiratet, deren Vater Josef, ein Bruder des, also da kommt schon auch die künstlerische Ader durch, des Urgroßvaters des Malers Hans Thoma war. Der Vater der beiden Männer war Michael Meyer gewesen, ebenfalls Verwandtschaft mütterlicherseits gehören Franz Sales Meyer, Maler und Lithograf, Ludwig Meyer, Botaniker und Landschaftsmaler aus Waldshut, Franz Winkler, Maler und Bildhauer aus Bernau, und Otto Ernst Sutter, Schriftsteller aus Freiburg. Franz Xaver Winterhalter war das siebte von neun Geschwistern, von denen aber nur vier das Kindesalter überlebten. Es ist eigentlich auch so eine bittere Geschichte, ja, wie da erklärt sich auch, warum die Menschen so viele Kinder hatten. Ja. Da musste wirklich damit gerechnet werden, dass nicht alle durchkommen, auch bei durchaus wohlhabenderen Familien. Unter den verstorbenen Geschwistern war als sechstes Kind der gleichnamige Franz Xaver Winterhalter, 1802 bis 1804, 2 Jahre gelebt, der Kleine, dessen Geburtsdatum in der Literatur gelegentlich irrtümlich auf den Maler übertragen wird. Also da wurde praktisch, nach dem sechsten kam dann der Franz Xaver und wurde wieder so genannt, wie sein Bruder, sein älterer, der verstorben war. Er besuchte Franz Xaver besuchte die Dorfschule in St. Blasien, wodurch dem Pfarrer Josef Berthold Lieber das zeichnerische Talent des Jungen entdeckt und gefördert wurde. Lieber war Mönch im 1807 säkularisierten Kloster St. Blasien gewesen. Der 13-jährige Winterhalter wurde 1818 von seinem, hier kommen wir mal, blende ich mal ein, damit wir mal ein schönes Gemälde haben, das sage ich gleich was dazu. Der 13-jährige Winterhalter wurde 1818 von seinem Vater unter größter finanzieller Anstrengung zu einer vierjährigen Lehre beim französischen Zeichner und Kupferstecher Charles-Louis Sculler oder Sculler oder so, weiß ich nicht, gegeben. Als dieser 1819 Leiter des
Herderischen Kunstinstituts in Freiburg wurde, nahm er seinen Lehrling mit. Mit anderen Worten, also hat der Franz Xaver richtig Glück gehabt, dass er ein Pfarrer sein zeichnerisches Talent entdeckt hat und dass der Vater unter größten Anstrengungen ihm die Ausbildung ermöglicht hat. Hätte auch sagen können, ja, nee, also du musst hier mit in der Wirtschaft mitarbeiten oder wo auch immer, ja, was der Vater halt so gerade gemacht hat. Es ging aber weiter mit Unterstützung und das ist natürlich auch irgendwo eine Fügung. Ja. Dank der Unterstützung des in St. Blasien aktiven Industriellen David von Eichthal erhielt Winterhalter von Großherzog Ludwig I. ein Stipendium für das Studium der Malerei an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in München. Während dieser Zeit arbeitete er im Atelier des Porträtmalers Josef Karl Stieler, den wir auch schon in einem Türchen hatten. Ich weiß es gerade nicht, in welchen vorhergegangenen, deswegen schreibe ich es unten in die Beschreibung. Den hatten wir auch schon als Maler in einem Türchen drin, den Josef Karl Stieler, und war nebenbei als Lithograf tätig. Unter anderem schuf er eine Lithografie von Jean-Paul nach dem Pastellporträt von Johann Lorenz Greuel. Nach dem Studium ging Winterhalter 1828 nach Karlsruhe, wo er als Zeichenlehrer von Sophie von Baden Anstellung fand und Porträts der großherzigen Familie entstanden. Der Durchbruch für die Malerkarriere oder Künstlerkarriere von Franz Xaver Winterhalter war dann in Italien. Er bereiste Italien 1833 bis 1834. Hauptsächlich entstanden romantische Genreszenen im Stil Louis-Leopold Roberts. In Rom schloss er sich einem Kreis französischer Künstler an. Nach seiner Rückkehr wurde er am 20. August 1834 in Karlsruhe von Großherzog Leopold zum badischen Hofmaler ernannt, verließ jedoch schon kurze Zeit später den großherzoglichen Hof, um nach Paris überzusiedeln. Hier erregte er in den Salons von 1836 und 1837 mit italienischen Genreszenen große Aufmerksamkeit. Sein 1837 ausgestelltes Gemälde Decamerone errang die erste Medaille und bedeutete seinen Durchbruch. Hier haben wir so eine Genreszene. Eine Genreszene ist einfach eine Abbildung, eine gemalte Abbildung einer Alltagsszene, zum Beispiel Menschengruppen, Szenen und Handlungen als Schilderung von Lebensformen eines Volkes und seiner landschaftlichen Arbeits- oder Wohnumgebung. Ist natürlich auch irgendwas, ein Teil einer Chronik, wenn man so will. Und hier ist das berühmte Bild, mit dem er den Durchbruch geschafft hat, wie es hier steht, Decamerone von Franz Xaver Winterhalter. Und durch Protektion König Ludwig Philipps stieg Winterhalter zum gefragtesten Porträtmaler in Frankreich auf. Als französischer Hofmaler malte er Bildnisse der gesamten königlichen Familie und der führenden Mitglieder des Hofes. Der Erfolg dieser Bilder brachte ihm das Renommee eines Fachmanns für aristokratische Porträts ein. Das ist natürlich eine ewig sprudelnde Einnahmequelle dann, sodass er Aufträge von vielen europäischen Adels- und Herrscherhäusern erhielt. Königin Victoria berief ihn 1841 an den britischen Hof. 1852 folgte er dem Ruf von Königin Isabella nach Spanien. Nach der Thronbesteigung Napoleons III. Ging er zurück nach Paris. Zu seinen Kunden gehörte auch das belgische Königshaus. Und die kaiserlichen Höfe in St. Petersburg und Wien, also praktisch der gesamte europäische Adel hier sozusagen vertreten. Ja. Die Bildnisse der österreichischen Kaiserin Elisabeth Sissi zählen zu seinen bekanntesten Werken. Neben einzelnen Porträts entstanden Gruppenbilder, wobei er seine Komposition immer freier gestaltete und seine Malerei sich auflockerte. Franz Xaver Winterhalter starb mit 68 Jahren während eines Aufenthalts in Frankfurt am Main an Typhus. Er ist auf dem dortigen Hauptfriedhof bestattet. Die Gesamtkomposition seiner Grabanlage erfolgte durch den Architekten Oskar Sommer. Der Bildhauer Gustav Kaupert schuf den trauernden Marmorengel im antiken Gewand. Bereits zu seinen Lebzeiten, das als Malstil, sage ich mal, ja, da schauen wir mal hier weiter. Das ist zum Beispiel Leonilla zu seinem Wittgenstein, ein Porträt von Franz Xaver Winterhalter, während ich das hier weiter vortrage. Bereits zu Lebzeiten nannten ihn seine Zeitgenossen, teils anerkennend, teils von Neid getrieben, den Fürstenmaler. Seine Auftraggeber waren fast durchweg Protagonisten des europäischen Adels, von Lissabon bis Moskau, vom Freiherrn bis zum Kaiser. Winterhalters Porträts wurden
wurden für ihre subtile Intimität geschätzt, wobei seine Begabung von den Porträtierten ein Wunschbild zu erschaffen sicher zu seiner großen Beliebtheit beitrug. Er kombinierte die Ähnlichkeit der Dargestellten mit Speichelei und stellte höfische Prachtentfaltung mit der aktuellen Mode seiner Zeit dar. Ihm gelang es, das gesellschaftliche und politische Klima jeden Hofes einzufangen und seinen Stil den jeweiligen Kunden anzupassen. Seine offiziellen Hofporträts dienten der Selbstdarstellung der Monarchien und wurde gezielt zur Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Um die wachsende Nachfrage damals schon an Porträts zu befriedigen, von denen viele in verschiedenen Versionen entstanden, unterhielt Winterhalter ein großes Atelier mit zahlreichen Assistenten, das kennt man auch von anderen großen Malern, überdies fanden seine Arbeiten mittels lithografischer Vervielfältigung ein großes Publikum. Und die Porträts Winterhalters waren so beliebt, dass er oft damit beauftragt wurde, mehrere Kopien von einem Einzelstück anzufertigen. Das ist echt interessant, weil es wurde wirklich noch wirklich nicht kopiert im heutigen Sinn, sondern wirklich einfach nochmal gemalt. Vor allem eine größere Anzahl der Staatsporträts war sehr gefragt, nicht zuletzt auch um in Ministerien und Amtsstuben eindrucksvolle Präsenz zu zeigen. Man will ja da auch an der Wand als Bildnis hängen, ja, es ist ja heute noch so, glaube ich, ja. So entstanden allein vom Staatsporträt Napoleons III. 6 bekannte Fassungen. Diese Repliken wurden teilweise von Franz Xaver Winterhalter selbst hergestellt. Oftmals war es aber auch sein Bruder Hermann, der solche Kopien anfertigte. Der Pinselstrich der beiden Brüder ist fast identisch. Auch interessant, dass man das kaum auseinanderhalten kann, wer das wirklich gemalt hat. Sodass es heute problematisch ist, mit Sicherheit zu bestimmen, von wem der beiden Künstler die jeweilige Replik stammt. Bei näherer Betrachtung der Porträts und die Kopien fällt bisweilen auch auf, dass die Gesichtszüge und die Physiognomie der dargestellten Personen um einiges subtiler und feiner gemalt sind als der Rest des Körpers sowie des Hintergrundes. Dieses Phänomen, auch interessant, ist in der europäischen Kunstgeschichte bekannt. Oftmals war es der Meister selbst, der Kopf und Gesicht malte, während er den Rest seiner Werkstätte, also den Gesellen und Gehilfen, überließ. Ja, das Schwierigste und Wichtigste, wo alle erstmal hinschauen, vom Meister und der Rest von Gesellen. Einer seiner Schüler und Gehilfen war Albert Gräfle. Und dann noch eine Danksagung von Königin Victoria von Großbritannien, in deren Sammlung sich über 100 seiner Bilder befanden, schrieb nach seinem Tod an ihre Tochter Vicky in Berlin: Dieser Tod ist schrecklich, nicht wieder gut zu machen. Seine Arbeiten aber werden in späterer Zeit mit denen von Van Dyck konkurrieren, auch wenn diese Einordnung mehr als ein Jahrhundert später von Kunsthistorikern nicht geteilt wird. Gelten seine Bilder als Spiegelbild der regierenden Klasse in der Mitte des 19. Jahrhunderts, von den in Frankreich in der Malerei aufbrechenden neuen Strömungen wie der Schule von Barbizon oder des beginnenden Impressionismus weitgehend unbeeindruckt, blieben seine Arbeiten, ob schon handwerklich auf sehr hohem Niveau, für die nachfolgende Künstlergeneration ohne nennenswerten Einfluss. Noch vielleicht ein Preis, der hier genannt wird auf dem Kunstmarkt, werden heute für Ölgemälde von Winterhalter bis zu 371.000 Dollar bezahlt. Ja. Und es gab 2016 in Freiburg eine vielbesuchte Winterhalter-Ausstellung Maler im Auftrag Ihrer Majestät. Und hier haben wir noch das erwähnte Napoleon-Gemälde, Napoleon III., in 5 Versionen oder beziehungsweise 5-mal gemalt. Also tolles Bild auch. Ja, also ich finde es halt auch irgendwie ungerecht zu sagen, ja, für die nachfolgenden Künstlergenerationen ohne nennenswerten Einfluss. Also das ist doch schon wieder eine Abwertung. Ja, klar, ist das jetzt nicht eine stilprägende Geschichte, ja, aber das Talent und das handwerkliche Geschick beziehungsweise wirklich Genialität, möchte ich schon fast sagen, ja, also ich ziehe da wirklich meinen Hut davor, das ist wirklich hammerharte Kunst, die ich hoch bewundere, ja, hier haben wir noch die Sissi, ja, Königin, Kaiserin Elisabeth von Österreich, 1865 gemalt, der Künstler schuf gleichzeitig ein Porträt von Kaiser Franz Josef, ihrem Mann, ihrem Gemahl, und in diesem Porträt trägt die Kaiserin in ihrem Haar die sogenannten Sissi-Sterne. Die Sissi-Sterne, auch Diamantsterne oder Edelweißsterne, werden 27 verschiedene Schmuckzüge bezeichnet, die Elisabeth von Österreich, genannt Sissi, gehörten und die einzelnen als Diadem zusammengesteckt werden konnten. Hier sieht man das. Und hier hat man noch, was schon das erwähnte Grabmal vom Bildhauer, der trauernde Engel.
und ist in Frankfurt am Main. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein schönes Bild, was auch ein bisschen anders wieder ist. Ja, da ist es gemeint mit Intimität, da kann man das gut erkennen. Da ist wirklich Tiefe drin, da meint man fast den Menschen ein bisschen zu kennen, ja, wenn man sich das Bild betrachtet, auch vom Licht her und den Farben, ist das einfach ein Traum. Ja, muss ich wirklich sagen, lass mal das Bild mal im Hintergrund stehen. Wie gesagt, Franz Xaver Winterhalter jetzt nicht einer, der in der ganz ersten Reihe sitzt oder steht oder wie auch immer, aber ich finde die Arbeiten einfach wirklich, das darf man nicht ignorieren oder es gibt noch so viele Maler, die man hier in diesem Adventskalender unter den Tisch fallen lassen muss, weil es einfach, wir haben nur 24 Türchen, ja, und ich wollte aber jetzt hier auch, Franz Xaver Winterhalter war mir ein Begriff, aber auch jetzt nicht so, ich lerne hier auch immer wieder was dazu. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuschauer. Gehen wir nochmal hier zum Schluss. Das war er in seinen späten Lebensjahren. Und zur Verabschiedung vielen Dank für das Zuschauen und Zuhören. 11. Türchen unseres Adventskalenders. Macht es gut, ihr Lieben. Teilen, liken, abonnieren hier unten und kommentieren. Vielen Dank dafür. In der Beschreibung könnt ihr auch, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, seht ihr Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus. Franz Xaver Winterhalter. Achso, die ganzen Seiten, die wir hier aufschlagen, natürlich auch immer in der Beschreibung nochmal zum Anklicken. Macht es gut, ihr Lieben. Servus.